Die Woche fängt nicht allzu schwer an, denn wir haben eigentlich gute Voraussetzungen gehabt. Beim Dow zum Beispiel, beim DAX insbesondere, den finde ich im Moment ganz besonders sexy. Wir sind deutlich nach oben gekommen. Also ein Schub nach oben und dann anschließend wackelig nach unten. Das ist ein typischer Klassiker für eine Bullenflagge und gibt uns eigentlich die beste Voraussetzung, dass der Markt anschließend nach oben vielleicht wieder explodieren wird. Wieso das vielleicht? Das ist doch wieder genau das, was man nicht hören will als Händler. Das hängt natürlich vom Trigger ab. Das heißt, nicht einfach reingehen in den Markt und sagen, wird schon. Der hat das auch gesagt, der Mann ohne Haare aus Tokio. Nein, das nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass der Markt erstmal triggern muss, das heißt das letzte Zwischenhoch nach oben durchstoßen sollte, um dann zu sagen, hey, es muss auch tatsächlich dann die Fortsetzung kommen. Das wäre das typische Bild und das zwar beim DAX auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben auch beim Dow Jones beispielsweise, die amerikanischen Indizes grundsätzlich ähnlich. Beim DAX, dem heimischen Markt, finde ich es aber besonders attraktiv aktuell. Das heißt, es ist noch mehr, was wir erwarten können tatsächlich, wie weit es noch reicht. Das müssen wir dann mal gucken, denn wir hatten ja schon gesagt, so um die 12.000, da in etwa müssen wir damit rechnen, dass wir eine Chance haben, dass der Kurs dann irgendwann zumindest auf der Aufwärtsseite zum Erliegen kommt, dass es eben nicht mehr ewig weitergeht, sondern dass wir mit dem Dreh rechnen müssen. Noch allerdings, und deshalb ist das die Essenz eigentlich des Tradens, auf das kürzere Bild eben auch nochmal zu gucken. Aktuell zumindest zeichnet sich das nicht ab. Und spätestens, wie gesagt, wenn der Trigger des letzten Zwischenhochs gerissen wird, dann ist das Thema sowieso rum. Wenn Sie jetzt sagen, das mit dem Trigger habe ich nie so richtig verstanden, dazu hatte ich vor wenigen Tagen eigentlich, ich glaube letzte Woche war das ein Video gemacht. Also wer will, guckt sich das nochmal an. Ansonsten werden wir das natürlich auch immer wieder nochmal bringen. Ansonsten montags typischerweise wenig Nachrichten. Auch heute eigentlich nicht wirklich was auf dem Plan, was für uns relevant ist, insofern nicht wirklich kritisch, sondern wir können davon ausgehen, dass der Markt eigentlich nicht durch, sagen wir mal, News von der Wirtschaftsseite her, zumindest mal den Standard-News, die angekündigt sind, dann beeinflusst wird. Deutlich nach unten ist es gegangen für den Euro gegen den US-Dollar. Da ist es ziemlich deutlich, dass die Abwärtsseite die schubseitige ist mit den heftigeren Bewegungen. Und wir müssen hier jetzt mal abwarten auf die nächste Gegenbewegung, auf das nächste Teilstück, was nach oben geht. Ist das ähnlich wie das, was ich beim DAX eben beschrieben habe? Gucken Sie sich selber an. Wackelig unterwegs, da geht es noch weiter nach unten und die Shorts sind immer noch die gültigen, spätestens nach der Trigger-Situation. Erst wenn wir dort einen echten Schub mal nach oben sehen und dann wackelig runter, dann dürfte sich das Bild auch dort mal gewendet haben. So, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich Ihnen nur eine gute Woche zu wünschen, einen tollen Wochenstart. Und Ihnen die Daumen zu drücken, dass Sie gut reinkommen. Wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dann, machen Sie es gut.